Sehr schön. Alles ist ready. Alter, das Bild hier, ne? Sieht das nicht krass aus? Mega. Willkommen zurück zu einem weiteren Video in Microsoft Flight Simulator 2020. Heute mit der Airbus A320 Neo von Ryanair unterwegs von Köln-Bonn nach Berlin-Schönefeld. Das heißt, wir fliegen zum wunderbaren Flughafen BER, der endlich mal fertiggestellt wurde. Und wir schauen uns das Ganze an mit Live-Bedingungen, wie man hier sehen kann. Live-Spieler, Live-Wetter und Live-Zeit. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Und jetzt sind wir auch schon da im Flieger. Am Flughafen Köln-Bonn ist kein detaillierter Flughafen, wie man schon sehen kann. Aber immerhin, er taugt dennoch. Wir starten direkt durch. Wir machen direkt mal hier die Checkliste, weil wir wollen ja starten, wir wollen ja losfliegen. Ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Also Batterie ein. Beide Batterieschalter. Einfalls verfügbar. Einschalten. Triebwerksgeneratoren sind an. Entlüftung. Ist an. Hilfsflugwerk an. Okay, sehr schön. Dann warten wir jetzt mal, bis hier Available leuchtet. Mit dem Hilfsflugwerkstart. Departure on 118.75 squawk 7362. Okay, Freigabe für Schönefeld haben wir erhalten. Und Piste 14L starten, steigen und halten 11.000 Fuß. Okay, sehr schön. Machen wir. Ground RYA320 requesting pushback. Sehr schön. RYA320 pushback request accepted. Einschalten. Externe Stromversorgung aus. Treibstoffpumpen. An und an. Und Signalleuchten haben wir unten, ne? Also wie gesagt, ne, für jeden Flieger ist es ja immer unterschiedlich. Je nachdem. So, wir schauen jetzt mal schnell. Ja, ist an, alles passt. Sehr schön, Triebwerkstart. Schubhebel ist auf Leerlauf, das sowieso. Dann hier die Ignition. Hauptschalter 1 und Hauptschalter 2. Warten bis stabilisiert, kein Problem. Genau, wir sollten vielleicht die Parkbremse lösen. Das wäre schlau, weil sonst geht da nichts nach rückwärts. Wir müssen aber nach rechts, ne? Nach rechts, bitte. Ground RYA320 requesting pushback tut to steer the aircraft to the right. Sehr schön. Okay. Dann warten wir jetzt noch, bis die Triebwerke hochgefahren sind, bis wir fertig gepushbackt wurden. Und dann sind wir hier direkt auf dem Runway, der hier direkt sich befindet. Da können wir dann loslegen und starten. Dann brauchen wir jetzt die Rollfreigabe. Hilfsflugwerk entlüften können wir ausschalten. Hauptschalter Hilfsflugwerk auch aus. Und Triebwerkstellung normal. Sehr schön. Gut gemacht. Taxiing hold short runway 14 left by a taxiway RYA320. Okay. Taxiing hold short runway 14 left by a taxiway RYA320. So, wir brauchen nur Sicht natürlich hier auf den Tachometer. Sehr schön. 14L. Wir fahren mal nach links hier. So. Sehr schön. Ziemlich laut, ne? Der Funk. Alles klar, verstanden. Was auch immer sie gesagt hat. Ansonsten geht's heute nach Berlin-Schönefeld. Flugsicherung übernimmt unser Kollege. Ganz praktisch. So, 14L sind wir hier. Und wir halten kurz an. Schauen wir aus dem Fenster. Tower RYA320 ready for IFR departure runway 14 left. Wir sind ready. RYA320 cleared for takeoff runway 14 left. Passt. Cleared for takeoff, das heißt, wir dürfen loslegen
Und da müssen wir uns nochmal kurz konzentrieren. Das ist wichtig, die Flaps müssen wir einstellen. Hier. Position 1, das reicht völlig. Flaps 1 reicht hier völlig. So. Okay, schaut gut aus. Dann gucken wir mal gleich. So. Flight Director können wir schon mal anmachen. Und die Wegpunkt-Info anzeigen interessieren mich. Alter Schwede, okay, das sind ein paar viele. Genau, die wollte ich. Weil da sieht man, wie hoch beabsichtigt ist zu fliegen bei den jeweiligen Wegpunkten. Das ist ganz praktisch, aber wir sollen eh auf 11.000 steigen. Von daher. So, gut, wir sind soweit, glaube ich. Ready for takeoff. Ich würde sagen, anschnallen und los geht's. Diesmal heute nur von außen hier. Der Wind, Halleluja. Habt ihr es gesehen? Krass, ne? So, Fahrwerk einfahren. Flaps einfahren. Sehr schön. So, unter 250 bleiben. Ja, ja, alles cool. Alles cool. So. Langen Center, RYA, wir schauen mal, wir machen jetzt den Autopiloten ready. Sehr schön. Okay, passt. Also, Autopilot ist an. Geschwindigkeitsmodus macht er selber? Ja, macht er selber. Aber er beschleunigt. Ziemlich stark, muss man sagen. Achso, ich glaube deswegen. Machen wir auf Auto. Genau. 250 müsste versuchen zu halten, glaube ich. Ansonsten 11.000 Fuß ist das Ziel. Das passt auch. Und ansonsten, was ich meinte, ist das hier. Dann sehen wir, wie hoch wir sein müssen, mindestens. Oder an dem Wegpunkt vorgesehen ist. Aber gut, wir steigen jetzt konstant auf 11.000 Fuß. Das ist der Plan erstmal. Schön in die Wolken rein. Verabschieden uns aus Köln. Ne? Ja, es ist echt Schmuddelwetter. Das ist aktuell wirklich, ja, krass. Aber macht nichts. Macht nichts. Das macht dem Flieger nichts. Das ist der Vorteil. Ansonsten muss man ehrlich sagen, mit der 3080, die ich ja jetzt hier drin habe, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt in den Videos, es scheint es wirklich deutlich flüssiger zu laufen. Wir können ja mal hier ganz kurz die Infoanzeige machen. Aber dennoch, wie ihr sehen könnt, ist, ja, trotz allem die Grafikkarte bei gerade mal 57%, obwohl ich gerade auch aufnehme. Also, ja, irgendwie die Engine, die gibt nicht alles her, muss man ehrlich sagen. Und auch die FPS, so konstant sind sie dann auch wieder nicht. Aber deutlich besser als am Boden. Am Boden sind es nur so 30 bis 40 Frames. Hier in der Luft deutlich über 60, 80 Frames. Und der RAM, der wird entsprechend auch gut benutzt, aber auch nicht voll. Also 16 GB werden jetzt hier ausgelastet, ich habe 32. Dazu kommt natürlich Aufnahmeprogramm und so weiter, aber nichtsdestotrotz ist das einfach ein Unterschied. Oh, blauer Himmel. Ich glaube, wir können mal rausschauen. Ja, wie geil. Ja, wie geil. Sieht mega aus, oder? Also es ist auf jeden Fall Wind, das merkt man schon. Hat man gerade eben stark gemerkt, aber es sieht so geil aus. Leute! Über den Wolken, sage ich dann nur, Leute. Über den Wolken, ja. Ist das geil oder ist das geil? Und durch die Wolke durch. Wuhu! Richtig cool. Ich glaube, wir sind aber schon fast auf 11.000 Fuß. Ja, sind wir. Das geht so schnell mit den 11.000 Fuß.
Aber gut, das ist die vorgesehene Flughöhe. Wir schauen mal ganz kurz in die Flugsicherung. Ja, das passt alles. 118 für RYA. Genau. 11.000 Fuß haben wir. Perfekt. Alles klar. Ja, ist doch windig, ne? Merkt ihr das? Schon so ein bisschen wackelig hier. Doch, doch, das merkt man schon. Aber ich find's mega. Also wirklich, grafisch und vom Erlebnis her ist einfach der Flight Simulator mega genial. Schaut euch das an! Schaut euch einfach dieses Bild an. Das ist doch so genial. I love it. Aber man hört auch den Wind, ne? Man hört so ein bisschen den Wind, wie er einen um die Ohren pfeift. Und aktuell ist es auch recht windig, aber auch recht kalt. Vor allem hier oben, also keine Frage. Und da sieht man auch so ein bisschen, wie der Flieger wackelt. Immer wieder so ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Aber gut, das ist natürlich gar kein Problem. Alle müssen sich halt anschnallen. Da hinten haben wir auch dunklere Wolken. Wir hatten ja auch mal eine kleine Folge durch die wunderbaren, wunderbaren Hurricanes oder durch einen Hurricane zumindest. Aber gut. Wir sind jetzt bei 83, 84 Knoten. Das ist doch recht flott. Auf 11.000 Fuß. Und schauen mal ganz kurz hier. Ja, ich denke, wir haben alles richtig eingestellt. Okay, scheint zu funktionieren. Haben wir nicht ILS 24 angegeben? Das müssen wir jetzt mal schnell nachschauen. Das ist jetzt die Frage, weil... Wo war das nochmal? Das war irgendwo... Hier, Flight Plan. EDDB 25L ist die Destination, okay. Also doch. Hier gibt es ja irgendwo auch einen Approach oder sowas in der Richtung. Rednav, war das? Ah, hier, Rednav, da gibt's den. ILS 25L 195 ist eingetragen, Kurs 249. Okay, also passt das. Dann ist das schon in unserem Flugplan mit drin, weil das war jetzt die Frage. Wir können auch mal hier anfangen, das ein bisschen zu reduzieren. Wir haben noch einen kleinen Weg vor uns. Noch circa, ja, 40 Nautical Miles, bis wir eindrehen, dann gerade fliegen, umdrehen und landen werden. Okay, schaut gut aus soweit. Ja. Das heißt, wir bleiben jetzt hier auf Kurs und erstmal auf 11.000 Fuß, wie es scheint. Okay, Geschwindigkeit unter 220. 220. 8.000 Fuß, sinken und los.
Und jetzt drehen wir gerade ein Richtung Flughafen, mehr oder weniger die Platzrunde. Sinken auf 6000 Fuß und unter uns sind schöne Windräder. Schaut euch das an. Krass, ne? Ich finde, das schaut richtig geil aus. Alter Schwede. Heftig. Echt heftig. Sieht man die aus dem Innenraum? Das schauen wir jetzt mal schnell. Ja, nee, nicht wirklich. Aber doch, da sind zwei. Das sieht schon mega aus. Also, wow. Sieht schon sehr, sehr gut aus von hier oben. Und wenn ihr euch fragt, auf welchen Einstellungen ich spiele, auf WQHD, also 2560x1440 und eben alles auf Ultra oder alles auf Hoch zumindest. Das ist die mindeste Einstellung. Und es sieht wirklich, gut aus. Deutschland hat was. Hier optisch. Oh, links auch, links unten, die Windräder haben wir auch am Start. Sehr schön. Mega. Vor allem so der Landeanflug und der Start, das sind immer die Sachen, die machen am meisten Spaß, weil man halt so viel sieht. Ne? Einfach geil. Wie viele Windräder das sind. Wir sollen unter 220 Knoten bleiben, was wir aber auch sehen. Jo, ich bin bei 220. Wenn er sagt below, dann machen wir halt 219, dann ist er zufrieden. Dann bleiben wir da unter 220, wenn man es genau nimmt. So, und ansonsten schauen wir jetzt mal, schalten wir hier um. Genau, dann sehen wir schon, dass wir jetzt hier so links drehen und dann eben hier anfliegen Richtung Flughafen. Genau, das ist der Plan. Jetzt müssen wir gleich mal gucken. Weil jetzt wird es dann eigentlich eine recht easy Sache, wenn wir dann auf einer Linie sind. Machen wir den Locator an und den Approach-Modus dann für die Höhe. Und dann macht er das so gut wie automatisch eigentlich. Ihr habt mir auch den Tipp gegeben, es auf CL stehen zu lassen eigentlich in der Anflugszone. Was ich auch machen werde, aber selber landen haben wir ja zumindest dann vor. Oh, schau mal. Einige Gebäude, relativ hohe Gebäude sogar. Cool, ja. Sehr cool. Aber gut, wir haben noch Wolken, ne, wie wir hier sehen können. Und mal schauen, wie der erste Schnee dann ausschauen wird in Microsoft Flight Simulator, wenn der dann mal fällt, ne? Auch so eine Sache. Oh oh, das Wetter ist wieder schlechter geworden. Merkt ihr es? Es war besser. Vielleicht ist es aber auch nur hier auf 6000 Fuß der Fall. Wo wir jetzt aber ein Weilchen bleiben laut Plan. Hoch. Hier. Bei 6000 Fuß werden wir ein Weilchen bleiben. Jetzt drehen wir. Ja. Wow. Könnt ihr mir sagen, auf welcher Höhe wir sind? Wie weit wir es noch zum Boden haben? Eher nicht, ne? Man sieht genau gar nichts. Also optimale ILS-Bedingungen. Aber wir haben es nicht mehr weit. Also der Flughafen ist wirklich nur noch 30 Nautical Miles entfernt, wie es scheint. Das heißt, wir müssen recht bald, wie wir sehen können, hier bei Xan M 3000 Fuß haben. Das heißt, wir müssen jetzt dann langsam beginnen, ne? ILS, wir haben hier ILS-Signal von der, vom Seitenruder quasi und vom Höhenruder, das kommt gleich, wenn wir da auch ein Symbol haben. Wenn das mittig ist, schalten wir, soweit ich weiß, in den Landekurssender-Modus. Und wenn dann wir das noch haben, schalten wir hier in den Approach. Dann übernimmt quasi der Autopilot so gut wie alles. Wir werden jetzt zuallererst mal anfangen und die Geschwindigkeit ein bisschen reduzieren. Auf 200. So, ein bisschen reduzieren. Die Flaps werden wir jetzt nämlich langsam ausfahren. Können jetzt schon zweimal Flaps stellen. Perfekt. So, genau. Dann haben wir jetzt ein bisschen mehr Luftwiderstand. Und müssen dann gleich mal gucken. Die Triebwerke regeln das ja automatisch, das ist ganz praktisch. Vor allem in der A320. Gut, das heißt, wir können eigentlich ein bisschen langsamer nochmal werden hier. 185. Schön langsam, perfekt. Wir schalten mal hier um auf 20 Nautical Miles. Wir haben jetzt dann gleich 3000 Fuß als Ziel. Heißt, wir können eigentlich schon langsam anfangen zu sinken.
wenn wir den DB453 erreicht haben, damit wir bis dahin auf jeden Fall die 3000 Fuß haben. Wäre auf jeden Fall gut, weil, ja, sehen tue ich eh nichts. Praktisch. Aber sonst läuft's echt gut. Also, bin soweit zufrieden. Wir hatten bisher einen eigentlich sehr guten Flug, muss ich sagen. Ah, wir haben's. Wie Sie sehen, sehen Sie hier den dort. Heißt, Moment, Landekurssender natürlich. Und jetzt auch den Approach gleich. Ja, komm. Wenn der so ein bisschen auf der Höhe ist, dann schalten wir den Approach ein. Und dann tut der Autopilot quasi das Ganze entkoppeln. Wir werden jetzt die Geschwindigkeit noch weiter verringern. 170. Flaps 3. Sehr schön. Jetzt ist er soweit. Approach-Modus eingeschalten. Wir sehen, er verlässt die Höhe. Er bleibt auf Kurs mit der Landebahn. Und wir müssen jetzt nur noch auf die richtige Geschwindigkeit gehen. Was roundabout 160 sind. 160 Knoten. Flaps auf Landung. Ah, das ist voll. Okay. Angeblich ist Landeklappen voll auch eine Möglichkeit. Aber es sieht sehr schön aus, oder? Also ich finde, das schaut echt cool aus. Hier rechts. Und da werden wir jetzt dann gleich landen in Berlin. Ja. Mega, oder? Also ihr müsst mir mal echt in die Kommentare schreiben, wie das hier ausschaut. Descend and maintain 3000 feet, sagt er gerade. Ja, bald. Wir haben es ja bald. Das übernimmt eh der Autopilot. Ah, da hinten sehe ich schon. Da ist die 25er links. Easy. Gar kein Problem, würde ich sagen. Ja, aber sehr schön. Den Flüssen hier, dem See da unten, den Seen da. Ein paar Sonnenstrahlen kommen da durch die Wolken. Wow. Also wir hatten echt durchwachsenes Wetter. Kurzzeitig mal ganz gut. Ja, ein bisschen wolkenfrei. Und jetzt eher nicht. Ja. Finde ich schon cool. So, und aktuell ist das Wetter ja eh ein bisschen speziell, würde ich sagen. So, dann fliegen wir jetzt noch den restlichen Meter an, den wir haben. Übrigens, ich habe mich dagegen entschieden, nochmal so Kapitelfunktionen von YouTube zu benutzen, was jetzt den Flight Simulator betrifft. Einfach, weil es halt blöd ist, wenn man sich dann nur die Landung anschaut oder nur den Start. Weil ich finde, vor allem auch das Zwischendrin, alles hat so ein bisschen so seine Daseinsberechtigung. Und wenn dann jemand sich nur die Landung anschaut und dann sagt, ja, Landung war nicht so gut. Ja, okay, aber die Landung ist ja auch nur ein Teil von, ne, einem 30-Minuten-Video oder 40-Minuten-Video. Also, die Landung ist das Kürzeste eigentlich. Von daher, ja, habe ich mich dazu entschlossen, das nicht mehr zu machen. Aber gut. Wir sehen hier auch schon die Uhrzeit, ne, 13.25 Uhr. Waren recht flott. Auch wenn das Spiel jetzt zweimal abgestürzt ist. Anderes Thema. Berlin Tower RYA-Tree 2011 miles east in bound ILS runway 25 left approach. Jo. Freigabe erteilt. Cleared ILS runway 25 left approach. Altimeter 29.81 wind 227 at 27. Schon starker Wind, finde ich. Berlin Tower RYA-Tree 20 inbound ILS runway 25 left approach. Sehr gut. RYA-Tree 20 Berlin Tower. Cleared ILS runway 25 left approach. Altimeter 29.80 and 227 at 27. Sehr schön. Cleared ILS runway 25 left approach RYA-Tree 20. Okay, cool. Soweit, so gut. Alles erteilt. Da vorne ist unser Flughafen. Links die Piste werden wir benutzen. Schon heftig, ne? Wie weit man das schon sehen kann. Wobei der Flughafen noch 10 Nautical Miles circa entfernt ist. Krass, ne? EDDB. Ja, der neue BER-Flughafen. Also ich bin sehr gespannt
eine gute Bauzeit und 9 Jahre Verspätung, zu viel Steuergeld, was verprasst wurde, weil wieder mal geschlampt wurde. So muss das sein, Deutschland, ich liebe dich, ne? Und deswegen landen wir heute auf dem sehr teuren Flughafen, damit wenigstens ein virtueller Flug mal passiert und nicht, ja, gar kein Flug. Oh, lass mich wieder von Windrädern ablenken, weil wir wissen ja, jetzt mit der neuen Sache, ja, mit der neuen Pandemie, haben wir natürlich wieder mal weniger Flugzeuge in der Luft. Bedeutet wieder mal, ein Flughafen wird noch unnötiger. Gut. Wie schaut's aus? 2000 noch? Sehr schön. Wir haben, ich glaube, die A320 hat eine Landegeschwindigkeit von 156. Deswegen werden wir dann mal gleich gucken, ungefähr 160 zu halten. Aber jetzt fliegt er sehr sanft gerade an, also wirklich super sanft. Jo. Gracias, hier. Perfecto. Clear to land runway 25 left, RYA320. Sehr schön. Alles ist ready. Alter, das Bild hier, ne? Sieht das nicht krass aus? Mega. Ja, auf jeden Fall müssen wir landen. Was wir jetzt tun werden. Ja, der Wind ist schon recht stark, das merkt man. Der kommt von 27 vorne links. Man merkt, wie der Flieger leicht schief ist, ne? Das ist so gewollt, wahrscheinlich. So, wir lassen jetzt den Autopiloten noch ein bisschen machen. Aber wir werden gleich übernehmen, selbstständig. Und können gleich mal gucken, was der so an Schub fährt. 56%. Werde ich jetzt mal übernehmen hier. So. 52%. So. Danke dir. Sehr freundlich. Ich hoffe, dass wir das mit dem Wind genug gut hinbekommen. Wir können uns ja weiterhin an den Böppeln hier orientieren. Vom ILS. Um die Höhe einzuschätzen und auch einzustellen. Bisschen weniger Schub. Ja, ein bisschen zu tief. Bisschen höher. Leicht hochziehen, ganz leicht nur. Ganz leicht, ja. Wir wollen ja hier schön sanft landen. Bisschen weniger Schub. 300. Ja. 150. Langsam. Leicht hochziehen. Sind gerade reduzieren. 100. Haben sie so schöne X'e hin, damit man da nie landet. 50. Wir haben 40. So eine lange Landebahn. 30. 20. Das war ein bisschen hart. Uiuiui, sag mal. Der hat aber am Ende nochmal ganz schön nachgelegt. Oh, die zweite Landung war sehr sanft, muss ich sagen. Ehrlich. Umkehrschub. Sehr schön. Erledigt. Oh, so jetzt. Top. Exit Runway when able. Machen wir. Hier einmal rechts abbiegen. Also, was mir immer noch schwierig fällt, nach wie vor, das war ja bei der 787, glaube ich, genauso und bei der 1A320-Landung mit ILS auch so, wenn er dann tief kommt und der Wind weniger wird, weil natürlich der Wind weniger ist, je tiefer man ist, dann fällt er wie ein Stein. Da muss man, glaube ich, den Schub sogar ein bisschen erhöhen vielleicht noch, aber ich verlasse mich da auf eure Kommentare, damit ihr mir wieder hilft hier. Aber gut, wir sind beim neuen Flughafen BER. Merkt man auch so ein bisschen. Auch wenn es kein detaillierter Flughafen ist, soweit ich weiß. Wir fahren mal zur Parkposition. Haben wir schon eine Parkposition? Das ist mit der Parkposition, ist immer so eine Sache. Ich glaube, hier rechts müssen wir. Glaube ich, ganz hinten rechts gebucht. Über 2 Nautical Miles noch rollen. Also ich habe ja mal richtig einen Schnäppchen gemacht beim Einparken. Aber gut, passt ja zu unserer Airline. Wir schauen mal ganz kurz aus dem Fenster. Willkommen beim BER, sage ich dazu nur. Ist doch relativ groß, muss man sagen.
Aber ansonsten kann man mal machen. Schick. Oder? Was meint ihr? Wetter spielt mit. Finde ich gut. Hat was. Wir rollen jetzt noch zur Parkposition, die sich dort hinten befindet, im Nirgendwo quasi. Und dann schauen wir mal weiter. So, wir biegen links ab und parken auch schon ein. Haben sogar ein Gate, oder? Ah, ist ein Vorfeld eigentlich. Das Gate ist daneben. Aber das macht nichts. Dann versuchen wir da jetzt noch schnell einzuparken. So. Nehmen wir mal in die Ego-Perspektive dafür. So, ein bisschen höher. Schauen wir mal gleich. Wir können eigentlich das Ganze hier ausschalten. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Sehr schön. So, mit Navigationshilfen habe ich mal wieder rausgefunden, wo mein Parkplatz ist. Ich hätte mir natürlich auch den Flughafen ausdrucken können und dann schauen können, wo die Parkposition ist im Verhältnis zur Landebahn, aber ja, ich habe es mir einfach gemacht, sagen wir es so. So, hier rum. Personalleute hier sind schon ready. So, Achtung. Uiuiui, war ein bisschen zu viel Schub. Macht nichts. Er weist mich ein nach links, nach rechts. Nach rechts, ja. Ja, so. Okay. Jetzt voll Schub. Nein. Dann macht er gar nichts mehr. So, langsam, 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 langsam. Ich sehe ihn nicht mehr. Hallo, Kollege. Lebst du noch? Lebst du noch? Lebst du noch? Willst du da noch weitermachen oder was? Ich denke, das ist schon nah genug, oder? Der macht. Ist der geil. Weiter, weiter. Okay, nee, wir lassen es. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen am BER. Und danke, dass Sie mit Ryanair geflogen sind. Besser gesagt mit Dali Gaming. Ja. Shame on Ryanair, wenn die fliegen würden wie ich. Aber ja, ich meine, es ist eine Sache der Übung. Und vor allem das Landen muss ich noch üben. Da bin ich ehrlich. Ansonsten, denke ich, hat es doch schon ganz gut gepasst. Ich bin ganz zufrieden. Und ja, wir können hier ausmachen, sagen tschö mit Ö und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Liken und Abo nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Wo ist die Batterie jetzt hier? Wenn ich das jetzt wieder wüsste, hier Checkliste vor dem Starten, Batterieschalter. Hier.